Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Geometrie-Dash-Video. Ich habe gerade schon angefangen, ein Hard Demon aufzunehmen. Den habe ich noch nicht geschafft, aber ich will euch schnell mal ein anderes Level noch zeigen. Und dann werde ich wahrscheinlich die beiden Level einfach on-stream spielen. Wenn ihr sowas aber mal live miterleben wollt, wie ich so ein Level schaffe und spiele und mit euch rede und so, könnt ihr auf Twitch oder auf YouTube gerne mal vorbeischauen. Ich streame, ja doch, in letzter Zeit eigentlich schon weekly. Ja, aber dann, wenn ihr mehr von Geometriedisch sehen wollt, lasst doch ein Like da. Wenn ihr richtig nett seid, könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Ja, und dann fangen wir direkt an. Und zwar spielen wir heute das Level Stalemate. Vielleicht könnt ihr es schon sehen, 85%. Ich habe schon 1000 Temps. Hier meine Progression, 31, 60, 85. Ich bin auch noch mal bei 84 gestorben. Ja, ich finde das Level eigentlich gar nicht so schwer. Deswegen zeige ich euch das hier mal schnell. Und dann werde ich das später, wenn ich live gehe, versuchen zu schaffen. Ja, wie gesagt, Twitch und YouTube gehe ich ab und zu live. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Bisschen mal mit euch quatschen, ist ganz chillig eigentlich. Macht mir auch immer sehr viel Spaß, die Streams. Ja, aber nach dem sehr langsamen und eher leichten Flugpart am Anfang kommt dann noch ein langsamer und relativ leichter Wave-Part. Ein bisschen Memory ist da drin. Naja, aber jetzt nichts Großes. Ich bin schlecht in Memory und sogar ich kriege das hier hin. Einfach den Pfeilen folgen, hier ein bisschen rumspam, zack, zack. Da zeigen die Kreise den Weg. Und hier muss man sich zwei Klicks auswendig mehr merken. Und so schnell geht es, dann ist man schon beim Drop. Also zum Drop kommt man sehr schnell dafür, dass es ein Insane Demon ist. Ja, aber der Drop ist halt hart, ne? Der Drop ist sehr schwer hier. Das ist wie diese Einstelle in Clubstep. Nur, dass es halt Dauer so eine Klicks sind und noch viel schwerer. Dann kommt hier noch so ein Electro-Dynamics-mäßig Flugpart mit ein paar Straight Flies. Das ist, naja, gar nicht so leicht, würde ich sagen. Aber für einen Insane Demon finde ich das Level doch schon eigentlich relativ leicht. Weiß nicht, vielleicht bin ich crazy. Ja, und hier bin ich halt schon, wie gesagt, zweimal gestorben beim letzten Memory-Part, weil ich Memory halt nicht so kann. Ich habe mir von der wegen der Musik auswendig gelernt, wo man hier klicken muss. Warte. Hört man das? Also wenn dieses zweite. Ja. Ja, okay. Also ich kann schon sehen, dass es ein schweres Level ist, so. Aber für Leute halt, die ein bisschen Erfahrung haben, ist das, glaube ich, eigentlich nicht so ein schwerer Insane Demon, oder? Ich wüsste auch gar nicht, was man jetzt noch sagen kann zum Level. Vielleicht wird das heute mal ein kurzes Video. Warum nicht? Ist halt ein bisschen blöd, weil ich habe das Level schon sehr, sehr viel gespielt. Deswegen kann ich jetzt nicht so meine Blind-Gedanken geben. Ich finde aber dafür, dass es so alt ist, ist die Deko... Ja, ist halt... Alte Deko ist halt okay. Aber der Song gefällt mir. Und auch wie das so übergeht, sehr langsame Anfang und dann zum Drop, der halt dann schon crazy ist. Nee, ich finde es eigentlich ganz gut. Deswegen finde ich auch den Unterschied in der Schwierigkeit nicht so schlimm, dass der Drop so viel schwerer ist. Das mag ich eigentlich nicht, aber ja, geht auch mal Retalk. Okay, okay. Alter. Und da ist jetzt das Dorf überflutet. Weißt du noch, Luigi Man? Ich hab den Shot aufgenommen und bin weggelaufen. Und weil das Wasser so verbuggt ist bei Dörfern in Minecraft, wird es immer mehr überschwemmt und überflutet. Das wird noch viel schlimmer. Am Ende ist der ganze Berg unter Wasser. Ja, ich brauche einen anderen Be-Right-Back-Screen. Digga, die Musik ist so chillig, oder? Aber, Starting und Ending... Ja, die finde ich ganz chillig eigentlich. Aber hier, warte mal. Guck mal hier, wie das Wasser... Am Anfang fließt das auch ein bisschen runter, ne? Guck mal, wie viel Wasser da noch runterfließt. Guck mal, dieser eine Eisengolem ist da so getrappt. Das Lama? Warte mal. Das Lama? Bei Be Right Back oder was? Lama? Yo! Warum chillt es da die ganze Zeit? Warum dreht sich das nur? Hä? Hey? Warum chillt es eine halbe Stunde? Okay. Ja Mann, der Klick vorhin zu spät, jetzt zu früh. Der Klick ist so abfuck. Mann. Digga, ich kann nicht mehr. Aber. Nee. Eigentlich kann ich schon noch. Ey, es ist nicht schlimm. Zu failen. Ja, das ist keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Ich wollte irgendwie so Quote of the Day, irgendwas Episches sagen, aber. Hat nicht geklappt. Nee, aber immer durchziehen hier.
Aber mal was zu verschieben auf einen anderen Tag ist auch nicht schlimm, wenn man nicht mehr kann. Und ich glaube, das mache ich vielleicht sogar gleich, weil... Irgendwie bin ich gerade wirklich müde, ich weiß nicht, was da los ist. Let's go! GG! Nice! Hä? Guck mal, ich hab's. Hab ich das nicht sogar in dem Joy gesagt? Immer durchziehen! Was? Nice! GG! Okay, wie viele Attempts waren das? Oh, mich nervt es so doll, ne? Dass der Account so alt ist und dass ich so viele Attempts gemacht habe bei allen Leveln. Okay, 1200 an sich. Und eigentlich 600. Eigentlich 600 Attempts, wenn man die alten nicht mitzählt. Und die alten kann man nicht mitzählen. Da bin ich irgendwie 600 Mal Practice Mode gestorben, bin bis 10% gekommen. Ja. Ne, die alten Attempts nerven mich ein bisschen. Aber wozu gibt es eigentlich die Zeit? Best Attempt Time? So unnötig. Naja, auf jeden Fall. GG. So, im Stream hatte ich dann kein Outro mehr gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Dann habt noch einen schönen restlichen Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao. Peace.